von Beginn an das, was man vor der Partie erwarten konnte. Beide sehr verhalten, abwartend, fast schon übervorsichtig. Die 13. Minute, erster Angriff der Borussia. Matmur schließt ab und trifft. 1:0 Gladbach, erster Torschuss überhaupt in diesem Spiel und dann gleich die Führung für die Gastgeber. Drittes Saisontor für Karim Matmur. Er heute ja erstmals in der zentralen Angreiferposition für die Borussia unterwegs. Ein Küsschen gab es dann auch noch für alle Fans des VfL. Bielefeld bis dato noch ohne Tor gefahren. Wenn es gefährlich wurde, dann meist nur durch die Weißen. Allen voran Karim Matmur. 24. Minute, Matmur schneller als Mijatovic, Bollmann und Einhoff mit vereinten Kräften. Schnelligkeit sicherlich die ganz große Stärke des Ex-Freiburgers Matmur. Hier gab es eine erste Kostprobe für die Arminia. Knappe halbe Stunde jetzt vorbei. Gladbach dominierte über weite Strecken.